Ja, schönen guten Tag. Wir sind jetzt hier in der Echternstraße in Braunschweig und eigentlich stehen wir hier vor einem Häuserblock, den es so gar nicht geben könnte. Wir haben in Braunschweig eine riesige Wohnungsnot. Wir haben mehrere hundert Menschen in Braunschweig, die wohnungslos sind. Wir haben viele Studierende in unserer Stadt, die händeringend eine Wohnung suchen, die bei Freunden, die bei Bekannten untergekommen sind. Wir haben Menschen mit geringen Einkommen, die eine bezahlbare Wohnung suchen. Und trotzdem ist es so, dass wir hier am Rand der westlichen Innenstadt, man kann sagen in einer der besten Lagen in Braunschweig, einen Wohnkomplex haben mit einem massiven Leerstand. Hier im Bereich Sonnenstraße, Echternstraße sind ca. 100 Wohnungen. Und diese Wohnungen stehen zum Teil seit nunmehr fast 10 Jahren leer. Bereits 2012, also vor 8 Jahren, hatte die Braunschweiger Zeitung berichtet, dass hier rund 50% der Wohnungen leer stehen. Der Eigentümer, die Wohn- und Zweckbau Niedersachsen GmbH, hat damals erklärt, man wolle eine Generalsanierung durchführen und deshalb ist der Leerstand notwendig. Und heute, 8 Jahre später, hat genau der gleiche Eigentümer auf Anfrage der Linksfraktion im Rat der Stadt Braunschweig wieder erklärt, es ist eine Generalsanierung nötig und deshalb müssen die Wohnungen immer noch leer stehen. Und wir haben im Vorfeld schon eine Mieterin gefragt, die hat uns gesagt, mittlerweile stehen nicht mehr 50% der Wohnungen leer, sondern 90%. Wir halten das für ein Unding und deshalb wird nächsten Freitag am 2. Oktober die Linke hier eine Infoveranstaltung durchführen. Und das muss der erste Schritt sein, damit wir den Leerstand hier irgendwann mal beenden.